Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, dann aktiviert doch gerne die Glocke und abonniert den Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn euch das Video am Schluss gefallen haben sollte, dann lasst doch auch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, das würde mich sehr unterstützen und hilft mir dabei, dass die Videos anderen Leuten besser angezeigt werden. Ich danke euch herzlich. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit der folgenden Geschichte Horrorfahrt von meiner lieben Freundin Fox. Viel Spaß beim Gruseln. Noch eine kleine Info, bevor die Geschichte beginnt. In der Geschichte fällt häufig der Begriff Kreisel. Kreisel nennen wir Schweizer den Kreisverkehr. Dies nur zur Info. Viel Spaß. Diese Geschichte ist wahr. Ich selber habe sie erlebt. Keine Angst, es geht mir gut. Ich fand den Vorfall passend für diesen Kanal. Folgendes geschah genau vor einer Woche. Samstagnacht. Müde wie ich war, gähnte ich und ließ zufrieden den schönen Abend mit meinen Eltern ausklingen. Mein Vater ist ein enorm guter Koch, deshalb schlägt man sich bei ihm schon mal den Bauch voll und wird dementsprechend schläfrig nach dem Essen. Somit war ich in gemütlicher Stimmung und wurde allmählich müde. Um 23.15 Uhr riss ich mich aus der wohligen Position und hiefte mich vom Sofa meiner Eltern auf. »Gehst du schon?«, fragte mein Vater ein wenig traurig. Ich sah ihn lächelnd an und meinte, dass wir uns nächstes Wochenende wiedersehen würden. »Kompromiss«, lachte mein Vater laut zurück und begleitete mich zur Tür. Meine Mutter nahm mich in den Arm und meinte, ich sollte langsam und vorsichtig nach Hause fahren. Das mache ich immer, vor allem bei Nacht, gab ich zur Antwort und ging aus der Tür hinaus. Ich trottete müde durch die Garage meiner Eltern und kam somit auf sicherem Wege zu meinem Auto, welches draußen auf den Besucherparkplätzen stand. Ich fahre ein kleines goldgelbes Auto. Es ist gemütlich, für die Stadt total praktisch und braucht nicht viel Benzin. Wir alle wohnen nahe zur Stadt, aber total ländlich und 20 Minuten voneinander entfernt. Somit wusste ich, trotz Müdigkeit musste ich mich noch ganze 20 Minuten konzentrieren und nach Hause fahren. Als ich vor mein Auto trat, weckte mich die frische Mailuft etwas auf. Ich war dankbar. Ich nahm einen tiefen Atemzug und setzte mich ins Auto. Instinktiv verschloss ich das Auto umgehend nach dem Betreten. Das tue ich immer. Es ist einfach so eine Angewohnheit. Ich startete das Auto und fuhr los. Durch die fein belichteten Straßen der ländlichen Schweiz zu fahren, hatte was beruhigend Schönes, aber auch etwas sehr Unheimliches. Man sah nie weiter als 20 Meter und auf den Waldstraßen ohne Straßenlaternen sogar nicht weiter als 5 Meter. Meiner Meinung nach gelten in der Nacht andere, ungeschriebene Regeln auf der Straße. Der Situation angepasst und nicht zu schnell fahren. Ich tue dies auch für die Tiere im Wald. Komplett allein in dieser Finsternis durchfuhr ich still und gemächlich diverse Geschwindigkeitszonen, als nach knapp 8 Minuten was Erschreckendes begann. Ich verließ gerade einen Kreisel, als plötzlich ein aufdringlicher Kleinwagen hinter mir auftauchte. Bis dahin sah ich vielleicht 2 oder 3 Autos. Es regnete leicht und die Leute waren zu Hause geblieben. Bei Regen in Dunkelheit und auf dem Land fährt man auch in der 80er-Zone nicht wie ein Arschloch. Das ist einfach so. Ich habe wirklich totales Verständnis für die Leute, die mich überholen wollen, obwohl ich den Leuten nicht oft einen Grund liefere, dies zu tun, da ich normalerweise immer die Höchstgeschwindigkeit fahre. Aber an diesem Abend wollte und konnte ich es nicht. Dieser Kleinwagen fuhr mir beinahe in den Kofferraum, einmal bremsen und es hätte einen Unfall gegeben. Was echt seltsam war, ich sah niemanden am Steuer. So fest ich mich in dieser Situation bemühte, Gott, das waren nur Sekunden, jemand zu erkennen.
Ich sah niemanden. Ich weiß, dass da jemand war, aber ich erkannte nichts. Als Frau sollte man den Männern ab und an das Überholen nicht übel nehmen. Sie wollen einfach schneller sein und zeigen, was sie drauf haben. Ja, das beeindruckt uns Frauen auch total. Ohne jemanden anzugreifen, ich mag Autos ja auch. Jedenfalls kam dieser Kleinwagen immer näher und näher. Das ging die ganze Schnellfahrtstrecke über so weiter. Insgesamt 2 Minuten. Ich versuchte ihm diverse Zeichen zu geben, mich zu überholen, falls er schneller fahren wollte. Er tat es nicht. Die Dunkelheit des Waldes um mich herum und der aufdringliche Typ hinter mir versetzte mir langsam aber sicher eine Gänsehaut. Ja, ich bin Hobbyautorin und habe somit viel Fantasie, aber im echten Leben braucht es mehr, um mich zu erschrecken. Also blieb ich ruhig. Im nächsten Dorf angekommen, war die Höchstgeschwindigkeit wieder niedriger und ich fuhr mit meinem ungebetenen Gast hinter mir weiter. Ich versuchte ihn zu ignorieren. Es ging nicht. Er provozierte mich. Endlich! Da gab es eine Bushaltestelle auf der Straße. Rasch fuhr ich rechts ran und hielt an, um diesen Rüpel hinter mir vorbeizulassen. Ich erschrak, als er es mir gleich tat. Es blinkte ebenfalls und blieb hinter mir stehen. Gänsehaut durchzuckte mich. Ich war alleine auf der Straße mit einem Fremden hinter mir, der mich immer mehr provozierte. Sofort schnellten meine Augen zum Knopf, mit welchem man das Auto verschloss. Dieser leuchtete rot, somit war ich technisch gesehen in Sicherheit. Gleichzeitig sagte ich laut das Wort Nein und trat umgehend wieder aufs Gas und fuhr weiter. Er tat es mir wieder gleich. Danach kam erneut ein kleiner Kreisel und er nahm dieselbe Ausfahrt wie ich. Wieder hockte er mir beinahe im Kofferraum. Ich wurde wütend. Ich beschleunigte, um ihm davonzufahren. Ich hatte keine Chance. Plötzlich überholte er mich mit einer Mordsgeschwindigkeit und ich verspürte Erleichterung. »Ach ja, haut doch ab«, sagte ich leise und kopfschüttelnd zu mir selbst. Die Erleichterung wurde wie weggeweht, als ich sah, dass er abrupt bremste. Dieser Idiot bremste mich aus. Ich konnte es zuerst nicht fassen. »Echt jetzt?« Wir standen beinahe still. Ich versuchte ihn wieder zu überholen, er blockierte mich über die ganze Straße hinweg. Das war der Zeitpunkt, an dem ich ein eiskaltes Gefühl im Magen und in der Herzgegend wahrnahm. Meine Stimme wurde ein wenig zittrig, als es beinahe zum Komplettstillstand kam. Sofort wiederholte ich laut sein Kennzeichen immer und immer wieder. Wir standen auf einer Straße inmitten zweier Bauernfelder. Weit und breit keine Häuser. Ich hatte echt Angst. Was ging hier ab? Wer war das? Warum passierte das? Hatte ich ihn provoziert? Sah er, dass ich eine Frau war und hatte einen Grund, mich fertig zu machen? Ich weiß es nicht. Das schlimmste Szenario wäre wohl gewesen, wenn er ausgestiegen wäre oder sich nur die Tür geöffnet hätte. Was wäre dann mit mir geschehen? Wen hätte ich da gesehen? Hätte ich ihn in meiner Panik überfahren? Ihr lacht nun, aber das war einer meiner Gedanken. Mich selbst zu schützen, im Falle des Schlimmsten. Die Geschichte unserer Menschheit hatte bereits genug Szenarien erlebt, in denen irgendwelche Freaks die Nation erschütterte. Nach langem Herzklopfen und Warten beschleunigte das Auto wieder und fuhr langsam davon. Ich starrte ihm konzentriert hinterher. Vermutlich hoffte er, ich würde ihm folgen. Geschockt blieb ich an Ort und Stelle und wartete, bis er aus meiner Sichtweite war und ich aus seinem Blickfeld. Warum gibt es solch aggressives Verhalten? Ich wollte doch nur nach Hause, zu Perks und meinen Katzen. Auf dem restlichen Heimweg sah ich mich um, ob dieses Auto mich nicht verfolgen würde. Zu Hause angekommen, rief ich sofort die Polizei an. Diverse Möglichkeiten wurden mir genannt. Ich entschied mich für den einfachen Weg, es einfach gut sein zu lassen. Aber ich wurde sehr gut von einem netten Polizisten beraten, was ich nächstes Mal in so einer Situation tun sollte. Zum guten Glück nahm meine Geschichte ein Happy End und das war's.
aber es war definitiv gruseliger als manche Creepypastas. Was mich an dieser Situation am meisten enttäuscht, es gibt so viele Leute, die auf Streit aus sind. Warum? Seid bitte nett zueinander und geht freundlich miteinander um auf der Straße. Passt auf euch auf, Leute.